So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zoo 2 Animal Park. So, ich würde sagen, wir machen heute weiter, kümmern uns diesmal um die Tundra-Wölfe. Ja, die WM ist ja jetzt für die Deutschen schon vorbei. Da haben wir kein Wörtchen mehr mitzureden, wobei ich da tatsächlich auch wirklich sagen muss, hätte Deutschland da am Mittwoch noch ein Duseltor reinbekommen gegen die Koreaner, dann hätte mir das für die Koreaner tatsächlich sehr, sehr leid getan, denn die Deutschen haben wirklich miserabel gespielt. Und in dem Fall bleibt nur zu hoffen, dass sie dann bei der EM ein bisschen besser aufeinander eingestellt sind. Es sind ja doch einige neue Köpfe drin, sag ich mal. Und ja, schauen wir mal, ob es da dann vielleicht besser läuft. In dem Fall verdient ausgeschieden. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mir mehr leid getan für die Isländer, dass sie rausgeflogen sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir irgendwie dieses Mal, tut mir das mehr leid als für die Deutschen, weil man hat, bei den Isländern hat man das gemerkt, bei den Koreanern hat man das gemerkt, bei den Nigerianern hat man das gemerkt. Die haben halt alle wirklich gekämpft. Die haben gekämpft und ja, den deutschen Spielern stand mehr oder weniger Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Und ich finde, bis auf die zweite Halbzeit gegen Schweden hat man da jetzt nicht wirklich Kampfgeist bemerken können. Deswegen ist halt so, ja. Deswegen sehe ich das jetzt so, wie ich das gerade sehe, dass ich eben eher das sage, okay, das ist völlig gerechtfertigt. Ich ärgere mich da tatsächlich gerade gar nicht so wirklich drüber. Es würde mich jetzt trauriger stimmen, wenn sie wirklich gefightet hätten und hätten alles gegeben und dann hätte es nicht dafür gereicht, aber ja, it could wie it could, wie der Kölner sagt, ne? Oh, Schädel Savanne, ein Teil. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Das sieht mal mega cool aus. Und Wasserstelle Savanne habe ich auch noch bekommen. So, und hier setzen wir jetzt trotzdem natürlich unsere beiden Tundra-Wölfe rein. Yay! Oh, Level 14, cool. 4.500 Münzen, ein Steinchen und zwei Eichen waren das, glaube ich, ne? Nee, Kastanien waren es. Außerdem haben wir freigeschaltet die Wasserstelle für den Wald. Zebras haben wir jetzt auch freigeschaltet. Den Souvenirshop, Glanzmispel in Rot, weiße Veilchen und den Sandsteinfels für die Steppe. Ein Geschenk. Picknickplatz will ich nicht. Den habe ich schon. Ich nehme mal das Berggehege. Okay, sie ist wieder da und macht Bilder. Das werden tolle Fotos. Nanu, was ist denn das für ein hübsches Exemplar? Howdy, wie geht's? Ich muss arbeiten. Entschuldige mich. John, wie schön, meinen Lieblingsneffen hier zu sehen. Was macht die Wildhüterei? Es läuft super, Onkelchen. Wow, dein Zoo ist echt großartig. Danke, aber das ist allein der Verdienst von Cuddy. Mein Kompliment an dich, Cuddy. Hör zu, ich habe euch ein Zebraweibchen mitgebracht. Ich darf es euch aber nur zur Nachzucht überlassen, wenn ihr schon ein Männchen habt. Habt ihr eines? Noch nicht. Ich gebe euch mal das hier. Ihr gebt Opa ein Puzzleteil mit Zebra. Toll, danke. Nun müssen wir nur noch weitere Zebrateile aus Schatztruhen sammeln. Dann haben wir unser Zebramännchen. Rein theoretisch könnte ich ja auch direkt eins kaufen, ne? Wie teuer sind die denn? Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne erstmal noch so einen Waldtrog aufbauen. Den stellen wir mal da hinten in die Ecke. So, die müssten aber jetzt Fleisch reinkriegen. Genau, die kriegen auch Fleisch rein. Oh, da freut sich aber jemand. Da freut sich aber jemand. Oh, voll niedlich. Haben wir noch was für den Wald? Das ist eine Wasserstelle für den Wald. Guck mal, die könnten wir doch mal da unten hinstellen. So, dann haben wir auch noch eine Wasserstelle. Da müssen wir nicht mehr sauber machen. Haben wir auch noch was zum Spielen für den Wald? Ja, Spielfelsenwald haben wir auch.
So, die Tundra-Wölfe sind bestens versorgt. Die sind mega happy gerade. Wir haben gerade so viel Geld. Lass uns hier mal direkt das Gehege ein bisschen vergrößern. So. Gehege-Deko für den Wald wäre auch noch schön. Ist das eine Tanne für den Wald? Moossteinwald? Jetzt haben wir hier Tanne und diesen kleinen Baumstumpf. Stellen wir einmal den Baumstumpf dahin und ich würde noch ganz gerne den Stein stellen wir dahin. Oha, guck mal, da haben wir direkt noch einen neuen Besucher bekommen. So. Okay, sonst noch irgendwas? Können wir schon einen Unterstand kaufen? Nee, noch nicht. 25 erst, ja, das dauert ja noch eine ganze Weile. Ich würde aber ganz gern noch ein Bäumchen... Oh, die sind aber klein. Die sind aber klein, du. Ja, komm, stellen wir da mal einen hin. So, jetzt ist das doch eigentlich ein schönes Gehege geworden, oder nicht? Das Zebra müsste dann ja eigentlich in die Steppe. Haben wir zufällig noch ein Steppengehege? Nee, Gehege nicht. Wir haben Deko für die Steppe, aber kein Steppengehege. Doch Savanne. Savanne müsste es eigentlich haben, oder? Na, wo gehört das dann rein? Nee, haben sie hier nicht in der Savanne. Dabei sind ja in der Savanne eigentlich hier auch die Giraffen, Löwen und sowas. Da gehört das eigentlich für mich jetzt eher... Ja, ach nee, es ist ja ein Steppenzebra. Es ist ja ein Steppenzebra, ich vergaß. Wie heißt denn, was ist das nochmal für eine Zebrasorte, die in der Savanne lebt? Welche ist das dann? I don't know. Oh, da können wir das nicht hinbauen wegen dem Grillplatz. Wir könnten das aber auch dahin bauen. Und das dann nach oben hin. Vergrößern. So, das haben wir auch ganz, ganz schnell fertig. Dann legen wir mal noch einen Weg dahin. Und jetzt geht's nach oben weiter. Genau bis dahin. So. Und dann können wir das nämlich richtig schön noch ausbauen, das Zebragehege. Zebras leben ja gerne in einer größeren Herde. Von daher. Ja, und wir müssten mal wieder hier was für die Besucher bauen. Warte mal, ich hab doch noch Zäune. Dann könnte ich doch die Zäune hier mal nehmen, wie wir es jetzt letztens auch schon mal gesehen haben. Bei Zuschauern, halt, stopp, drehen. Das ist natürlich doof. Dass sich das nicht irgendwie verbindet, wenn man so über Eck baut. Das ist natürlich blöd. So, dann würde ich da zwei Toiletten hinbauen. Einen Mülleimer. Toilette. So, und dann... So. Da eine hin, da eine hin.
Dann wollte ich gerne einen Mülleimer noch haben. Den stelle ich dazwischen. Und dann wollte ich da ganz gerne... was Blümchenmäßiges beistellen. Aber ich habe von den meisten habe ich immer nur eine. Das ist dann natürlich auch doof. Die will ich nicht zum Klo stellen. Dann lass mich mal ganz kurz gucken, was ich daneben packen würde. Vielleicht auch, ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch doch eher so eine Hecke. Aber kann ich die Rosenhecken noch nicht... Tja, die müssen doch irgendwo sein. Warte mal, sind die hierbei? Nee, da sind sie. So. Da kommt jetzt noch eine Kastanie hin. Und da kommt auch noch eine hin. So, guck mal da, jetzt habe ich auch endlich mal so eine etwas schönere Besucherecke. So, unser Steppengehege ist auch fertig. Wie teuer ist denn ein Zebra? Steppe. 30 Diamanten. Machen wir jetzt aber einfach mal. Bis wir die restlichen Teile zusammen haben, das dauert dann womöglich echt noch. Und so kriegen wir dann jetzt das zweite noch, wenn wir Steppendings hier eingerichtet haben. Haben wir noch? Ja, wir haben noch einen Steppentrog. Den stelle ich jetzt einfach mal dahin. Eine Steppenwasserstelle haben wir auch noch. Geh da doch mal weg, kleines Zebra. Füllen wir erstmal auf, vielleicht geht's danach dann weg. Komm weg da, ich würde hier gerne die Wasserstelle hin platzieren. Oder ich muss direkt... Nein, der Platz nach da ist belegt. Dann... Das müsste jetzt aber passen. Jo. Da wollte ich gar nicht drauf. Dann packen wir die Steppenwasserstelle dahin. Ein Prachtkerl von Zebra. Der wird dem Weibchen bestimmt gefallen. Ja, und da bekommen wir dann nämlich auch das zweite Zebra. 3000 Münzen und 1200 Erfahrungspunkte noch obendrauf. So. Ich mag die Zebra-Geräusche. Meine Fotoserie mit dem Artikel über eure Panda-Familie erscheint nächste Woche in der Zeitung. Das ist ja toll. Wenn das unser Nachbar Muffelmann liest, wird er sich schön ärgern. Da bin ich mir nicht so sicher. Bei meinen Recherchen habe ich Interessantes über ihn rausgefunden. Echt? Was? Nun sag schon. Es gibt Gerüchte, dass da was zwischen Muffelmann und Tante Trudel lief. Nein, unglaublich. Es würde mich gar nicht wundern, wenn die Panda-Kiste von ihm stammte. Echt? Das müssen wir rausfinden. Vielleicht taut er auf, wenn wir ihm ein süßes Lamm schenken. Oh, ein Schafbaby sollen wir züchten und auch auswildern. Wollen wir doch mal schauen. Wie wildert man ein Tier aus? Tippe auf das Tier, das du auswildern möchtest. Tippe im Menü auf den Auswildern-Button. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, aber ich möchte mich erstmal noch weiter um die Zebras kümmern. Ich möchte ihnen direkt hier ein ganz großes Gehege machen. So, größer wird's aber nicht. Ich werde nämlich hier unten noch irgendwie was für die Besucher aufbauen und hier oben noch Dekorationen dran klatschen, denke ich mal. Mit was würden Sie denn noch gerne spielen wollen? Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir haben einen Steppenfelsen, der wird aber nicht viel bringen. Ich glaube nicht, dass Sie mit dem Steppenfelsen spielen wollen. Das passt jetzt eigentlich eher weniger zu Zebras. Die Frage ist, was könnten wir hier noch reinstellen? Womit könnten die Zebras spielen wollen?
Müssen wir mal schauen. So, das ist jetzt auf jeden Fall schon ganz schön, das Gehege eigentlich. Unterstand können wir erst mit Level 19 bauen. Das geht noch nicht. Finden wir irgendwas beim Thema Zebras? Haben wir da irgendwie Informationen zu, mit was die gerne spielen? Zebras leben in Herden mit bis zu mehreren hundert Tieren und werden bis zu 30 Jahre alt. Da steht aber nicht bei, mit was sie gerne spielen. Naja gut, aber das Gehege sieht ja auch schon mal ganz gut aus, finde ich jetzt persönlich. Dekoration, das haben wir da noch, was dazu passen könnte. Halt, hier wollte ich hin. Was denn, wenn wir das hier so ein bisschen da dran bauen? Du hast eine Auszeichnung erhalten, Besucherexperte, habe 25 Besucher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da kommt direkt der nächste neue Besucher und wir kriegen vor allen Dingen auch immer mehr Leute in den Zoo. Davon hätte ich gerne noch eins. Dekoration. 100 Münzen, das geht ja auch noch. So, jetzt haben wir da nämlich eine echt schöne Dekoration, meiner Meinung nach. Wenn der größer wäre, das wäre schön, das Bäumchen. Wir haben doch noch den Zierahorn. Müssen wir mal nachschauen. Was haben wir hier noch? Eine weiße Kastanie. Was zur Hölle? Sieht ein bisschen komisch aus. Palisander und Palisandergelb nochmal. Was haben wir hier? Magnolie. Magnolien mag ich auch immer gerne. So, und wenn wir das hier... Das ist doch auch süß. Und... Wenn wir da jetzt noch... Ich glaube, ich würde da gar keine Büsche zwischen machen. Lass uns nochmal nach den Pflanzen gucken. Was machen wir denn da mal? Machen wir das mal so. Oh no, ich bin pleite. Also, nicht pleite, aber ich kann jetzt halt gerade erstmal nichts mehr bauen. Oh je, oh je, oh je, Mine. Ja gut, aber ich finde, die Ecke hier hinten ist erstmal ganz schön geworden eigentlich, oder? Was meint denn ihr? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, der Blick gerade so über die Schulter. So ein ähnliches Bild habe ich mal im Zoo gemacht. Gut, ich würde aber sagen, ich werde mich für heute und damit für dieses Wochenende erstmal verabschieden. Ich habe jetzt zwar leider keinen besucht, aber ich habe jetzt bedingt durch das SSO-Update, was jetzt am Mittwoch gekommen ist, ich nehme mich jetzt gerade am Mittwoch auf, einen etwas straffen Zeitplan und muss es gleich zu einem Chumpy schaffen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich aufnehme, aber ich glaube, ich nehme schon recht lang auf. Das heißt, ich werde dann nächste Woche Samstag wieder Leute besuchen und bis dahin kann ich dann ja auch wieder jemand Neues annehmen. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche Samstag zu einer neuen Folge Zoo 2 Animal Park oder unter der Woche natürlich mit jeder Menge anderer Projekte. Tschüss!